Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir eröffnen den nächsten Bauabschnitt hier im Küstenbaubereich und legen direkt los. Die Basics sind bereits gesetzt, also ich habe hier schon eine Landstraße entlang gezogen und habe mir schon mal einen kleinen Deich gebaut. Deichbauweise genauso wie beim letzten Mal, also etwas erhöht. Man wird das auch alles noch schön zu sehen bekommen, denke ich, spätestens in den bewegten Bildern. Zur Küste hin etwas abgeflacht und zur anderen Seite hin etwas steiler. Und das scheint auch so wohl die gängige Bauart oder Bauweise zu sein, was ich so gesehen habe. Ich habe leider keinen Deich direkt irgendwo vor der Haustür. Kann mir das nicht in real ansehen, aber ich denke, mit dem Bildmaterial konnte ich schon einigermaßen hier was anfangen. Kleiner Bauernhof, das ist die Mod namens, ich glaube, nennt sich einfach nur der Farmer. Relativ umfangreich, viele Gebäude dabei, Stallgebäude, irgendwelche Unterstände und unter anderem auch dieses Bauernhofgebäude, was ich hier praktisch so als zentrales Gebäude verwendet habe. Und der Rest ist dann nur noch eine Frage des Ausdekorierens. Auch da stehen uns ja genügend Dinge zur Verfügung, von Traktoren, landwirtschaftliche Gerätschaften, Tendenz steigend. Also kann man sich schon inzwischen ziemlich austoben mit diesem Thema. So, Bauernhof steht, dann begeben wir uns mal hier ein Stückchen zur Küste runter, unterhalb des Deiches und ziehen da nochmal so einen Feldweg durch. Oder eben irgendeine Art von Wirtschaftsweg. Und hier nochmal so ein kleiner Fuß- bzw. Wander- oder Fahrradweg. Und so wird so nach und nach einfach das ganze Areal strukturiert, könnte man sagen. Hier mal eine kleine Besonderheit. Da bin ich mir nicht sicher, ob das realistisch ist. Ich habe also praktisch den Deich auch gleichzeitig verwendet, um dort Felder anzulegen. Ich habe da so ein paar Bilder gesehen. Da war es aber relativ schwierig zu erkennen, ob das wirklich genau so war, wie ich es jetzt hier umgesetzt habe. Aber in jedem Fall, denke ich, sieht das schon ganz nett aus. Und mir wird jetzt kein Grund einfallen, warum man das nicht tun sollte. Außer vielleicht, dass, wenn das bewirtschaftet werden muss, dass landwirtschaftliche Maschinen vielleicht zu schwer sind für den Deich. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es mal so gemacht. Und ich werde es nicht mehr ändern. Ist mir zu viel Aufwand. Also das bleibt jetzt so. Aber schreibt mir natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare. Oder wenn ihr euch da besser auskennt. Ich konnte ja tatsächlich jetzt schon im Verlauf dieses ganzen Küstengebastels doch schon einiges lernen. Übrigens zum Beispiel auch eine Sache, Thema Schafe. Ich dachte halt, ja, die pflegen sozusagen den Deich und sind einfach dazu gedacht, dass der Deich halt abgegrast wird. Aber nein, ist sehr naheliegend, die komprimieren sozusagen den Deich. Also dadurch, dass die da drauf rumlatschen, ne, verdichten die das Gelände. Und das ist eigentlich die, ich glaube, die Hauptfunktion der Schafe dort. Ich hab schon. Und da waren noch einige mehr Hinweise mit dabei. Also gerne weiter so mit diesen ganzen hilfreichen Kommentaren. So ein bisschen Hintergrundwissen zur Küste, zu Deich und so weiter. Ist auf jeden Fall eine spannende Nummer. Und ist ja auch eine kleine Wissenschaft für sich. So, weiter mit noch ein bisschen Deichgebastel hier. Ihr seht schon. Auch mit den Zäunen, das würde meistens oder oft in der Realität auch ein bisschen anders dargestellt sein. Werde ich aber in Zukunft auch beachten. Also praktisch eher ein durchgehender Zaun und dort, wo halt die kleinen Fußwege drüber laufen, dann das Ganze vielleicht einfach nur mit einem Gatter absichern. Aber nicht so diese einzelnen Parzellen einzäunen, wenn ihr wisst, was ich meine. Kam auch in den Kommentaren als Anmerkung. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, ich saug das alles auf und versuche das möglichst bei den zukünftigen Bauabschnitten alles so ein bisschen mit einfließen zu lassen. In der Hoffnung, dass es vielleicht noch ein bisschen besser wird. So, dann setzen wir uns hier noch ein paar Zäune. Hier einfach zwischen der Landstraße und diesem kleinen Entwässerungsgraben. Leitplanke hätte vielleicht tatsächlich auch mehr Sinn gemacht in dem Bereich. Ist aber auch kein Beinbruch, denke ich. Hier schaffen wir uns nochmal so einen Durchfluss mittels Kanalrohr.
Und die Landstraße ist wie so viele dieser Straßentypen, die ich benutze, Feldwege etc., weil das auch immer wieder gefragt wird. RTP, Roads and Trumps Project. Einfach bei Transportfieber schauen. Dort findet ihr das. Großes Paket, sehr umfangreich. Fußwege, Feldwege, unsichtbare Wege. All die Dinge, die ich immer wieder benutze. Und eben auch dieser Typ von Landstraße, weil dort eben die Leitpfosten mit enthalten sind. So, jetzt sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen. Gut, dann hat man hier nochmal einen kleinen Zeitsprung von ein paar Tagen, als ich hier eine längere Unterbrechung hatte. Und dann ging es weiter. Und dann kommen wir schon so langsam in den Bereich Detailarbeit. Was ich ja auch immer ganz gerne mache, ich lasse hier so ein bisschen Gras stehen entlang der Weidezäune. Sommergras passt da immer ganz gut oder halt irgendwie eine kleine Kombination. Sommergras, Brennnessel, sowas in der Richtung, wie hier zu sehen. Das passt da ganz gut. Hab mir jetzt hier nur nicht die Mühe gemacht, auch noch alles mit Schafen voll zu kleistern. Aber ich denke, es sieht auch so ganz gut aus. So. Vernünftige Grasmischung gefunden. Dann einmal der Geschwindigkeitscheck, damit ich weiß, wo ich genau meine Geschwindigkeitstafeln aufstellen muss. Also der Übergang von der Tempo 60 Zone praktisch in den Tempo 80 Bereich und umgekehrt. Und hier drüben, das hat man glaube ich noch gar nicht gesehen, da hatte ich schon mal einen Lokschuppen platziert. Ursprünglich auch einfach nur, um dort Züge zu kaufen, um die direkt hier vor Ort auf die Linie schicken zu können. Und dann hatte ich mir gedacht, hier passt doch eigentlich irgendwie so ein bisschen was zum Thema Abstellgleis und Depot auch noch ganz gut dazu. Hier lege ich mir einfach nur so eine kleine Einparkhilfslinie an. Und damit ich dann hier diese Lok einparken kann. Und das ist dann... daraus ist dann einfach eine Rangierlinie geworden, also mit einer langen Wartezeit hier auf Höhe der Dieseltankstelle, die ich genau bei der Spitzkehre dran gesetzt habe. Und dann halt eine Wartezeit von mehreren Minuten, niedrige Gleisgeschwindigkeit, ich glaube 20 km/h, was dann dazu führt, dass die Lok immer so ein bisschen hin und her rangiert. Immer mal wieder dran zur Dieseltankstelle, dann wieder zurück zum Depot, dann kriegt man da einfach so ein bisschen Bewegung rein, ne? Und das Ganze noch so etwas ausgarniert mit... Wartezeichen und Gleisfeldleuchten und so weiter. Dann habe ich mir hier nochmal irgendwie ein bisschen Rollmaterial zusammengestellt, was ich hier aufs Abstellgleis verlege, einparke, Zug gestoppt und abgestellt. Bereit für den nächsten Einsatz. Dann bauen wir das noch ein bisschen weiter aus. Fußweg, Gleisübergang hier direkt bei der Dieseltankstelle. Hier hinten auch nochmal. Und dann kommt hier noch so ein Abspannmast dran für das Abstellgleis. Da müssen wir den Weg hier nochmal ein bisschen umbauen. Und ein, zwei kleine Details schmeißen wir noch dazu. Dixi-Klo. Und ein bisschen anpinseln. Und ein bisschen Personal. Die sich hier gerade unterhalten. Gut, dann nochmal hier so ein bisschen mit den Texturen. Drüber pinseln, alles noch ein bisschen in Form bringen. Und dann kann man den kleinen Abstell- und Depotbereich hier, glaube ich, schon so stehen lassen. Könnte man auch noch irgendwie so ein bisschen umwidmen, sagen wir mal. Aber eigentlich Dieseltankstelle hier mit einer 218, das passt eigentlich schon ganz gut, finde ich. So, letzter Arbeitsschritt für heute. Ich habe auch im Bereich Landgewinnung, nennen wir es mal, da nochmal so ein bisschen rumgespielt, geschaut, was könnte man da sonst noch so verwenden. Hier zum Beispiel diese Tetrapoden eignen sich auch ganz gut dazu. Und um es insgesamt dann noch ein bisschen netter darzustellen, zeige ich euch auch gleich noch ein bisschen was. Dann haben wir hier nochmal diese Baumstammwellenbrecher. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, finde ich, um so eine Landgewinnung darzustellen. Das wird auch beim Hindenburgdamm im großen Stil zum Einsatz kommen. Aber ich finde, das sieht beides gut aus hier, die Tetrapoden. Dann, was auch noch das Ganze ein bisschen unterstreicht, ist, wenn man das Gelände dann genau in dem Bereich so ein bisschen anhäuft. Ihr seht schon, auf diese Art und Weise. Und dann sieht das nämlich auch aus der Ferne betrachtet ein bisschen, dann kann man das etwas deutlicher erkennen, finde ich. Und es macht ja auch Sinn. Also es ist ja so gedacht, dass sich dort, glaube ich, einfach der Sand quasi absetzen oder
der soll da halt hängen bleiben, mehr oder weniger. So dass man da eben tatsächlich Land gewinnt im eigentlichen Sinne. Und das Ganze dann hier noch mit den Texturen ein bisschen weiter ausgearbeitet, mit Wasserschilf und Schilftexturen. Und um noch einen draufzusetzen, habe ich dann da auch noch ein paar Gebüsche drüber gepinselt, auch mit diesem, mit dieser Strichmethode, so nenne ich es mal, weil das halt auch wirklich schnell geht und man kann da sehr präzise arbeiten. Und das ist jetzt mal aktuell so meine favorisierte Herangehensweise, wenn man eben diese Landgewinnungsbereiche hier an der Küste darstellen möchte. Ich finde, das Ergebnis kann sich inzwischen schon ganz gut sehen lassen. Habe ich auch ein bisschen länger drin rumgetüftelt und rumprobiert, aber das ist jetzt mal so aktuell mein Favorit. Okay, erstmal bis hierhin. Und die Aufnahmen, die ihr jetzt zu sehen bekommt, hier die bewegten Bilder, die sind jetzt schon wieder wesentlich aktueller. Das heißt, es sind schon wieder einige Sachen dazugekommen, gerade so im Hintergrund, wenn man ein bisschen die Augen offen hält, ein bisschen genauer hinsieht, kann man dann schon wieder einige Sachen erkennen, die dazugekommen sind. Im Wesentlichen schon eigentlich die Inhalte der nächsten, sagen wir mal, 2 bis 3 Folgen. Also wer genau hinschaut, kann heute schon einen ziemlich guten Ausblick auf die nächsten Bauabschnitte einfangen. Ansonsten schauen wir uns wie üblich einfach ein bisschen Zugverkehr an, filmen ein bisschen am Bahndamm rum und genießen die Landschaft. Einfahrt mit Langsamfahrt hier in Klingsbüll, Regionalzug, diesmal komplett in Verkehrsrot unterwegs und diesmal eben auch nicht die Silberlinge, beziehungsweise, ich glaube, es ist der Wittenberger Kopf diesmal, ne? Genau, ich glaube schon. Jetzt hier sieht man mal schön die ganze, die Rangiergeschichte. Der stand jetzt hier ein paar Minuten an der Dieseltankstelle, hat seine Tanks, seine Bunker gefüllt und rangiert jetzt nochmal ein Stückchen zurück Richtung Lokschuppen. Und dort befindet sich dann eben auch wieder eine Spitzkehre. Wer ganz genau hingesehen hat, hat vielleicht schon festgestellt, irgendwas ist anders optisch, dass die Texturen des Gleisbettes. Ich habe ja... Also wie gesagt, das sind ja die ersten Aufnahmen jetzt mit der neuen Version. Ich musste NEP2 updaten und habe dann die alte Version deaktiviert, die neue Version aktiviert und dadurch ist die neue Version einfach jetzt an einer anderen Stelle in der Ladereihenfolge gewesen. Also ganz unten praktisch an Stelle, ich weiß es nicht, 780 oder so. Und ursprünglich war NEP2 aber irgendwo an Stelle 5 oder 6. Und deswegen haben wir jetzt überall diese alten, den alten Schotter unter den Schienen. Werdet ihr gleich noch sehen, wenn ihr ein bisschen genauer hinschaut. Und zwar flächendeckend auf der ganzen Karte. Und das lag offenbar nur an der Ladereihenfolge. Ich habe dann die Ladereihenfolge nochmal später korrigiert. Und dann haben wir wieder andere Texturen dort. Das aber nur so nebenbei als kleiner Hinweis. Also NEP2 hat sich tatsächlich dahingehend wohl auch nochmal ein bisschen geändert. Man hat auch Auswahlmöglichkeiten, ob man nur die alten Texturen, also den alten Schotter oder den modernen, den neuen Schotter haben möchte, ob man alte Gleise oder neue Gleise haben möchte, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, die es jetzt auch ausgestattet. Und man kann auch sagen, ich hätte gerne das ganze Paket. Und ich habe natürlich das ganze Paket genommen. Deswegen werden wir damit auch sicherlich noch ein paar nette Sachen gestalten in Zukunft. So, auch hier schon. Wenn ihr auf den Hindenburgdamm blickt, abgesehen davon, dass jetzt das Rollmaterial sich wieder ein bisschen geändert hat, da hat sich in der Zwischenzeit schon einiges getan. Also ich denke mal noch, ja, irgendwann in den nächsten 4 Folgen spätestens kommen wir zum Hindenburgdamm. Was man auch schon sehen kann, so hinsichtlich Performance, also wenn ich die Kamera bewege und gerade so schnelle Drehungen mache und sowas, da hat sich's verschlechtert im Vergleich zur letzten Version. Aber unterm Strich, muss ich sagen, läuft das alles schon ein bisschen geschmeidiger. Wir werden auch relativ zeitnah schon, naja, auch so im Bereich 4 bis 5 Folgen mal eine längere Führerstandsmitfahrt mal wieder machen. Und ich habe da schon das Rohmaterial gefilmt und da war ich wirklich begeistert, weil das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich bin jetzt noch nicht mit der Auflösung runtergegangen. Ich habe alles so gelassen, wie es ist und es ist ein deutlicher Unterschied. Dauert noch ein bisschen, sorry, ich habe jetzt einfach so planmäßig ist das jetzt alles so, dass wir jetzt erst noch mindestens eine weitere Bastelfolge haben.
Dann werden wir nochmal so ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend fahren. Dann kommt wahrscheinlich der Hindenburgdamm und dann erst Führerstandsmitfahrt. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall hat sich da die Performance deutlich verbessert. Und generell, auch wenn man statische Aufnahmen hat, die Kamera nicht zu viel bewegt, da ist es meines Erachtens auch besser geworden. Also unterm Strich eine Verbesserung, mit leichten Abstrichen würde ich sagen. Aber das wird sich jetzt alles so im Laufe der nächsten Folgen, kriegt ihr das ja sowieso alles zu sehen. Einige Windräder sind noch hinzugekommen. Da habe ich auch einfach bei, ja, Google Maps und Bildmaterial und Co. einfach nochmal ein bisschen genauer hingesehen. Und da kann man schon recht viel von den Dingern aufstellen, habe ich den Eindruck. Also es gibt Regionen, die ich mir angesehen habe, gerade so wirklich unmittelbare Küstenbereich, die sind ja regelrecht vollgepflastert mit den Dingern. Also wirklich ziemlich eng an eng, mit wenig Abstand, ein paar hundert Meter scheinbar. Hier auch schon ein kleiner Ausblick auf die nächste Bastelfolge hier. Ansonsten. Ja, das sind jetzt natürlich auch viele große Perspektiven dabei, also mit viel Bildausschnitt sozusagen. Da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig mit der Performance. Wobei das Geruckel hier, das liegt eher an der Maus. Ich müsste mir vielleicht echt, ich müsste mal in eine bessere Maus mit größerer Sensitivität investieren. Aber ansonsten, wenn man jetzt hier so ein statisches Bild hat und man beobachtet die Fahrzeuge, auch da läuft es ein bisschen flüssiger als vorher, muss man sagen. Also bin noch zu keiner finalen Bewertung gekommen, dafür habe ich einfach jetzt zu wenig damit gefilmt und gespielt und so weiter, aber unterm Strich scheint es echt ein bisschen besser zu laufen. Bis auf diese Kameraschwenks, das seht ihr ja. Also ich versuche das irgendwie natürlich in meine Filmtechnik sozusagen mit einfließen zu lassen in Zukunft. Das einfach ein bisschen reduzieren, aber das ist jetzt auch aktuell eigentlich das einzige Manko. Ja, und hier seht ihr nochmal auch schön die ganze Landgewinnung hier. Die aktuelle Herangehensweise und ich denke, so werde ich auch erstmal weitermachen. Hier auf dem Abstellgleis habe ich das Rollmaterial einfach nochmal ausgetauscht. Da haben wir hier nochmal die Stopfmaschine, den Gleiskran und ich glaube rechts im Bild, das ist ein Schleifzug, habe ich da einfach mal alles aneinander gehängt. Weil ich diese ganzen Fahrzeuge einfach gerne mag. Und hier seht ihr schon ganz gut zu erkennen jetzt der Hindenburgdamm ist jetzt schon etwas weiter fortgeschritten. So, das ist eben jetzt hier so eine Garnitur Schleifzug. Kann man so direkt aufgleisen und losfahren lassen. Werden wir natürlich auch immer mal wieder mit reinmischen, so in die bewegten Bilder oder beim Trainspotting uns anschauen. Und in diese Richtung wird es dann in der nächsten Folge weitergehen. Etwa hier, in diesem Bauabschnitt. Ja, dann haben wir hier ein alter Bekannter. Regionalzug schlängelt sich die Küste entlang. Ich denke auch, das werden nette Mitfahrten werden. Auch gerade als Fahrgast, wenn man hinten rausschaut. Schön mit Blick aufs Meer. Hier nochmal der Bauernhof im Fokus. Und Einfahrt Klengsbüll mit Langsamfahrt Tempo 40. Und hier auch direkt die Zugbegegnung mit dem Gegenzug. Nur dieses komische Flackern ist leider nicht weg durch das Update. Ich weiß aber auch nicht genau, woran das liegt, ehrlich gesagt.
Kann sein, weil ich hier mit dem Kameratool filme und eine gewisse Brennweite habe, dass es einfach daran liegt. Weiß ich aber nicht. Müssen wir mit leben. Die Landstraße, wenn man der folgt, da kommen wir dann auch irgendwann zur nächsten kleinen Ortschaft. So eine kleine Mini-Hafenstadt. Stadt ist übertrieben, wird auch jetzt nicht so in der Ausdehnung übermäßig groß werden, aber es wird ein kleiner Hafen dabei sein. So als kleine Besonderheit. Auch touristisch geprägt. Bademöglichkeiten, vielleicht so eine kleine Promenade und so ein Zeug. Ah ja, und hier 145 hat man, glaube ich, jetzt auch noch nicht im Einsatz. Bislang nur im Güterverkehr. Die ist jetzt hier mal mit einem Regionalzug unterwegs. Und um noch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich hier nochmal so ein Triebfahrzeug. Ein Triebwagen auf die Reise geschickt. Ich weiß gar nicht, welche Baureihe. Tut mir schwer, mit diesen ganzen modernen Plastikbombern das alles auseinanderzuhalten. Hamsterbacke kann ich noch vom Rest unterscheiden, aber dann wird schon eng. Und 425, 424 und so weiter, das kriege ich auch noch hin, aber kann euch gerade nicht sagen, was ich hier auf die Reise geschickt habe. Die Zero ist ja, glaube ich, die Dieselversion. Das müsste dann eigentlich, müsste der Mireo sein. Ist, glaube ich, auch ein Siemens-Fahrzeug. Ja, schön hier. Sonnenblumenfeld, wunderbar. Küste und Meer im Hintergrund. Übrigens auch, was die Felder, hier kann man das wunderbar erkennen, was die Felder angeht, hat sich meine Bastelstil-Bauweise auch so ein bisschen verändert. Ich neige sonst immer dazu, wirklich riesige Felder anzulegen. Und ich habe das alles ein bisschen kleiner gestaltet jetzt und dafür abwechslungsreicher. Also mehr kleinere Parzellen und dafür halt mehr Variation drin. Und ich finde tatsächlich auch, gerade wenn man sich so Küstenbereiche anschaut, passt das dort besser hin. Und generell sieht es tatsächlich, fügt sich alles ein bisschen schöner zusammen, wie ich finde. Wenn man das auf diese Art und Weise macht. Dann hier auch schon mal Ausblick. Nächster Bauabschnitt wird genau hier stattfinden. Rund um diese Brücke im Wesentlichen. Und das, was dahinter liegt, kann man vielleicht auch schon so ein bisschen erkennen. Hab mir da auch wieder ein Thema aus der Realität herausgepickt. Dann hier auch nochmal so ein ganz kleiner Ausblick auf den Hibu da. Und die ganze Landgewinnung entlang der Küste. Ja, und nochmal ein paar weitere Perspektiven, um hier nochmal ein bisschen das Gesamtbild einzufangen. Das wäre dann ja praktisch, wenn wir hier im Norden sind, westlich von Klengsbüll. Ja, und unterm Strich muss ich sagen, bin ich mittlerweile doch recht zufrieden mit dem Gesamtbild hier entlang der Küste. Hatte selber nicht so richtig die große Idee, wie das hier mal aussehen wird, wenn ich mich hier wirklich mal dann im Detail diesem ganzen Bereich widme, mir ein paar Sachen anschaue aus der Realität, versuche das hier mit einfließen zu lassen und so weiter. Aber doch, hat mich bis hierhin, bin ich da ganz angetan von. Und ich hoffe, euch gefällt es auch ein bisschen, hat euch ein bisschen gefallen. An der Stelle soll es das auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.